Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain, beziehungsweise mit Notreb, dem Starkaxtzwerg. Ich befinde mich in Moria und gerade hatten wir die Aufzeichnungen im Namen von Bosi aus irgendwelchen uralten Bibliotheken gefunden oder Archiven und so weiter. Und die sagen wohl, dass es eine besondere Axt wohl geben soll. Ja, Kapitel 3, Ziegelburg. Die Unvergleichliche. Auf diesen Seiten wird etwas Merkwürdiges erwähnt, Notreb. Eine vollständig aus Mithril gefertigte Axt, leicht genug, um mit einer Hand geschwungen zu werden, und dennoch so stark, dass sie mit einem einzigen Hieb jeden Feind besiegen und jede Rüstung durchschneiden kann. Sie trug den Namen Ziegelburg und scheint zu Durins Zeiten von einem Zwerg geschmiedet worden sein, den man Ongli nannte. Ja, wir haben die Aufzeichnung gelesen, deswegen wissen wir das. Diesen Namen habe ich noch nie zuvor gehört. Wie kann es sein, dass jemand mit einem solchen Geschick in den Legenden nicht erwähnt wird? Auf diesen Seiten steht noch mehr. Könnte es sein, dass Ziegelburg wiedergefunden werden kann? Seit Bräun vor den Toren von Durin getötet wurde, ist mein Sohn Bori von Trauer eingenommen. Bringt ihm diese Seiten und erzählt ihm von Ziegelburg. Es wird ihm gut tun, mal über etwas anderes nachzugrübeln. Geht die Treppe auf der Ostseite der Kammer hinauf und durch die Tür in die Kammer der Befehle. Dort hält sich Bori auf und Brogur ebenso. Ja, wir müssen nämlich wissen, Bosi ist der eine Ältere und Brogur ist der andere Ältere. Und Bräun und Bori waren die Kinder. Genau. Was haben wir hier für verstaubte Seiten? Der Hufschmied Ongli stellte heute sein Vorhaben für die Schmiede der neuen Waffe vor. Hätte jeder... Okay, das haben wir alles, glaube ich, schon gelesen. Okay, das ist das, was wir schon gelesen haben. Also, dann bringen wir das doch jetzt mal zu... in die Kammer der Führung, ne? Der Befehle meine ich, nicht der Führung. Der Befehle. Da hinten ist Brogur. Und da ist Bori. Bori, junger Zwerg. Ja. Tja, Mieze, hä? Da bist du sauer, ne? Schade, dass Bräun nicht hier ist. Notrip. Diese Sorte Abenteuer wäre genau nach seinem Geschmack. Vielleicht kann ich euch trotzdem helfen, auch wenn ich nicht mit ganzem Herzen dabei bin. Anscheinend liebte es dieser Zwerg, die der Ziegelburg schmieden wollte, ungestört zu sein. Durin gewährte ihm in seiner Gunst eine geheime Esse, an der er arbeiten konnte. Diese Seiten sagen nichts über den Ort der Esse, aber es steht etwas von einer Methode geschrieben, mit der sich die Tür öffnen lassen sollte. Wie diese Methode genau aussah, ging verloren, doch laut diesen Seiten hier wurde sie in Katubzahar, Durins Schriftenhort, aufgezeichnet. Katubzahar soll einst an der Ostseite der Großbinge irgendwo nördlich eines großen Standbildes von Durin gelegen haben. Es tut mir leid, aber viel mehr kann ich euch nicht mit auf den Weg geben. Findet den Ort und kehrt zu mir zurück. Vielleicht kann ich dann einen weiteren Teil dieses Geheimnisses enträtseln. Okay, gut. Werden wir natürlich tun. Und, Miete Katze, hä? Ja, Stinke, Stinke hast du gemacht. Ich riech's doch schon wieder hier, ne? Boah, ist das wie ein Gestank hier drin. Puh, ja. Du bist diejenige, die so stinkt und dann halt auch so rumschreit im Hintergrund, ne? Gut, findet den Beweis für die Existenz von Katubzahar. Also, da müssen wir jetzt erstmal schauen. Was hat er gesagt? Irgendwo östlich
von der Großbinge. Also, gehen wir erstmal in die Großbinge zurück. So. Damit wir in die Großbinge kommen. Also wieder so zurückreiten. Und dann nördlich von irgendeiner Statue hatte er gesprochen. So. So, wo ist denn das jetzt? Findet den Beweis für die Existenz von Kattu-Zahar, ne? Durins Schriftenhort liegt irgendwo auf der Ostseite. Ja, das ist ja die Ostseite und das ist das sogar hier, ne? Ist das sogar der Beweis hier, die gefallene Tafel? Die Inschrift auf dieser zerbrochenen Tafel ist schon verblasst, aber Kattu-Zahar ist noch zu erkennen. Okay, was gibt's hier? Rätsel in der Bibliothek, okay. Ja gut. Oh, das war's schon. Jetzt muss ich zurück. Okay, das heißt, hier war die Bibli hier ist die Bibliothek. Anstatt dass er mich gleich suchen lässt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt als nächstes den Auftrag zu suchen, ne? Bestimmt. Na? Stinkende Katze, hä? Jetzt guckst du aber wieder griesgrämig, ne? Ja, magst du so nicht genannt werden, ne? Ja, die Zeiten verändern sich halt. Es wird wieder kühler draußen. Das heißt, ich habe hier nicht mehr die Fenster offen. Das heißt, jeder kleine Pups, den ihr macht, Katzen, müffelt hier die ganze Wohnung zu, ne? Gleich muss ich erstmal wieder das Fenster aufmachen. Großartig. So, also, Bori sollte das kriegen, ne? Nicht Bosi, Bori. Okay, Bori. Also, Bori, was sagst du jetzt dazu? Wir haben das Ich würde gefunden, sagen, wir ne? haben die Antwort gefunden. Ihr wisst, wo Kattu-Zahar, Durins Schriftenhort liegt. Dass es dort, wie ihr sagt, von Höhlenklauen und Tiefklauen wimmelt, ist eine Schande. Ich hoffe, die Bestien haben noch nicht allzu viele jener Aufzeichnungen und Chroniken zerstört, die an diesem Ort aufbewahrt werden. Anscheinend war Ongil, der berühmte Handwerker, der vermutlich die Mithril-Axt Ziegelburg geschmiedet hat, äußerst bedacht auf Geheimhaltung. Durin überließ ihm eine geheime Esse, an der er arbeiten konnte. Kelab, das Feuerherz. Zugang zu Kelab erhielt man durch eine Methode, die nur wenige Vertrauenswürdige kannten. Auf diesen Seiten wird nicht erwähnt, wo Kelab liegt, doch es steht dort, dass die Methode zum Öffnen des Eingangs in Kattu-Zahar niedergelegt wurde. Da ihr nun Durins Schriftenhort gefunden habt, könnt ihr nach dieser Methode suchen. Wir müssen das Feuerherz finden und den Zugang dazu. Ja, müssen wir, genau. Kapitel 4: Feinde in der ewigen Finsternis. Wenn wir sowohl den Ort des Feuerherzes als auch das Geheimnis finden könnten, wie man ihre Türen öffnet, dann kehrt vielleicht Ziegelburg aus der Finsternis zu uns zurück. Ich werde die anderen Zwerge unserer Expedition fragen, ob sie auf irgendein Zeichen von Nakelab gestoßen sind. Vielleicht ist jemand auf einen Hinweis gestoßen, doch bin ich nicht sehr zuversichtlich. Ihr müsst nach Kattu-Zahar in Durins Schriftenhort zurückkehren und nach dem Geheimnis suchen, wie man die Tür öffnet. Die Tiefklauen, auf die ihr dort gestoßen seid, werden es euch nicht leicht machen, aber ihr seid stark genug, es mit ihnen aufzunehmen. Kattu-Zahar liegt auf der Ostseite der Großbinge, nördlich einer großen Standbildes von Durin. Irgendwo im Inneren zwischen Tiefklauennestern findet ihr vielleicht das Geheimnis, wie man das Feuerherz öffnet. Ja, und dann müssen wir wieder zurück, genau. Erstmal wieder hier aufmachen. So. Und rausgehen.
So, und während ich das gemacht habe, musste ich hier mal gerade die Tür öffnen, denn der bestialische Gestank der Katze ist einfach furchtbar, der sich hier ausbreitet. Da muss einfach Frischluft rein in diesen Raum. So, jetzt suchen wir die Bibliothek auf, ne? Die Bibliothek sollte hoffentlich nicht zu schwer zu finden sein. Also ich muss... Was sagt er mir jetzt? Durchsucht Karazan nach dem Geheimnis, wie man Nakelab öffnet. Und ich soll noch gleichzeitige Tief- und Höhlenklauen in der Großbinge töten. Alles klar. Die finde ich ja in der Bibliothek, ne? Guck mal, da haben wir doch schon die erste. 2. Die können wir gleich mitnehmen. Dich und dich. Und ich muss wahrscheinlich diese ganzen scheiß Nester jetzt durchsuchen. Genau. Bis ich dann irgendwas gefunden habe, ne? Und ich wette, es sind die allerletzten Nester. So. Kann ich hier oben auch weitergehen? Tatsache, hier oben sind auch noch welche. Gut, jetzt habe ich wirklich schon genug Tiefklauen gekillt. So, jetzt nehmen wir nochmal das Nest. Und im Nest vergraben entdeckt ihr vermoderte Seiten, auf denen Nakelab erwähnt wird. Ja, wunderbar. Kann ich die mir angucken hier auch? Sind sie das? Vermoderte Seiten. Auf Befehl von Durin ist das Verwenden des Wissens durch jene, die keine Erlaubnis dazu besitzen, mit dem Tod oder Kerker zu bestrafen, ganz nach seinem Ermessen. Es soll bekannt gemacht werden, dass die Verwendung der Essen von Nakelab neben Hedataruk nur mit Erlaubnis durch den Hufschmied Ongdi oder Durin selbst oder eine andere Person, die aus dem dieser beiden dazu gemacht gestattet wird. Die Tür soll verschlossen bleiben, bis die Genden ganzen Schritte durchgeführt werden. 1. O wird gelobt als Schmied, als Meister, Schmied, was? Schmiester des Glückwunsches. Oder ein Lob seines Standes als Mann Durins, ein Künst von nicht geringerer Haltung. 2. Das Öffnen der Tür soll wie folgt befohlen werden. Bab Kanon zurück. Komisch. Verstehe kein Wort, was er da sagt, ne? Also diese Aufzeichnungen sind wohl schon, muss man mal schauen, was Bori jetzt dazu sagt, ne? Echt mal gespannt, was Bori jetzt sagt. Weil der ist ja derjenige, der sich doch auskennen sollte, ne? Zumindest kann er es wahrscheinlich bestimmt besser übersetzen als wir.
Eine Taste bei meiner Tastatur scheint irgendwie keinen richtigen Druckpunkt mehr zu haben. Scheint irgendwie die. Vielleicht ist die Feder nicht mehr gut genug. Die anderen Tasten scheinen alle besser zu laufen. Naja, komisch. Naja, das sind die Tasten, die halt häufig eingesetzt werden. So, ab in die Kammer der Befehle. Bori, was sagst du jetzt dazu? Das muss es sein. Das Geheimnis, mit dem man Zugang zum Feuerherz gewinnt. Das sieht sehr vielversprechend aus, Notreb. Lasst mich mal sehen, was ich diesen Seiten entnehmen kann. Viele Wörter sind verblichen und das Pergament vermodert. Verflucht seien die Tiefklauen und Höhlenklauen, die sich jetzt in Katub-Zahar eingenistet haben. Es scheint, als werde die Verwendung des Geheimnisses zum Öffnen der Tür mit dem Tode oder mit dem Kerker bestraft. Der Hufschmied Ongli könnte Zugang gewähren, ebenso Durin. Natürlich, die nächste Zeile kann ich nicht entziffern. Ah, doch, das ist es. Die Tür wird verborgen bleiben, bis die folgenden Schritte unternommen werden. Dieses Wort muss Ongli heißen. Das bedeutet, dass der Meisterschmied gelobt oder zu seinem hervorragenden Arbeiten beglückwünscht oder gegrüßt wird, denke ich. Und dann sollen folgende Worte gesprochen werden. Babkanon Zuhuk. Das ist es, Notreb. Das ist es. Aber wir wissen immer noch nicht, wo es zu finden ist. Tja, wir kennen nun das Geheimnis. Kapitel 5, ne? Ein halbes Rätsel, wie man die Türen zum Feuerherz öffnet. Aber wir wissen nicht, wo sich die Türen befinden. Das ist frustrierend. Sprecht doch bitte mit meinem Onkel Brogur darüber. Er hat wie immer viel zu tun und organisiert unsere Tätigkeiten in Moria. Aber vielleicht fällt ihm etwas ein, was uns bei den Überlegungen entgangen ist. Brogur ist weise. Und sein alter Schädel enthält so viel Wissen wie eine Bibliothek. Ich wäre sehr froh, wenn er sich auch mit diesem Abenteuer befassen würde. Denn sein Beitrag wäre sicher von großem Wert. Okay, gut, dann reden wir halt mit Brogur, ne? Gut, Brogur, was sagt ihr dazu? Ich habe keine Zeit für Rätsel. Es gibt so viel zu tun. Mein Neffe hat mir von eurem ergebnislosen Suche erzählt, Notreb. Wie können wir sicher sein, dass nahe Kelab dieses Feuerherz überhaupt jemals existiert hat? Bestimmt hätten wir Geschichten über eine solche Esse gehört. Und Ziegelburg, eine Axt ganz aus Mithril. Lächerlich. Davon wäre mit Sicherheit in vielen Geschichten die Rede gewesen. Und alle Zwerge würden für alle Zeit, Lobgesänge darüber singen. Ihr würdet eher einen wilden Rothornziege fangen, als diese alberne Tür finden. Dieses Geheimnis um das Öffnen der Tür, das ihr entdeckt habt, ist nichts weiter als eine fixe Idee eines verrückten Zwergen. Zwerges. Kapitel 6. Bilwisse in den westlichen Hallen. Für das, was ihr vor den Türen von Durin getan habt, als ihr meinen Sohn mit Hilfe eurer ausgezeichneten Waffe rächtet, werde ich euch immer Respekt zollen. Doch ich muss ehrlich zu euch sein. Ich glaube, ihr verschwendet eure Zeit, solange ihr da in der Dunkelheit herumstreuen und nach diesem Hirngespinst einer Esse sucht. Könnt ihr auch etwas Nützliches erledigen, Notreb. In den Silberzinnenadern, weit im Süden unter der Großbinge, scheinen sich viele Bilwisse aufzuhalten. Solange er nach diesem sagenhaften Feuerherz sucht, könnt ihr nebenbei auch ein paar Bilwisse töten. Besonders diejenigen, die nach Gamil Filik in die altvordere Mine gezogen sind. Ihr solltet allerdings vorsichtshalber ein oder zwei Verbündete mitnehmen. Und warum nicht auch gleich noch ein paar Karten stehlen? Sie leben seit langem in der Finsternis und ihre Kartenskizzen könnten den Weg zu einer mystischen Esse weisen und auch all jenen helfen, die nach Pfaden suchen.
die wirklich existieren. Okay, gut, dann wollen wir mal loslegen. Wieder mal was finden. Okay, gut. Hier haben wir erst noch mal ein paar komische Rufsachen, die wir eintauschen sollten. So. Und dann ab rüber nach Delfblick. Und dann gehen wir runter in die Silberzinnenadern. Und vielleicht wissen die ja etwas. Also die Billwisse, vielleicht haben die ja was gefunden. So, schön hier runter. Über diese Treppe. Diese Brücke. Und jetzt über diese Treppe. Weiter in die Tiefen. Denn hier unten muss was lauern. So. Und wenn es nicht das ist, dann müssen es wenigstens irgendwelche Drachen, Tiefklauen oder sonst irgendwas sein. So. Da ist zumindest mal ein Billwiss. Oh, und hier sind auch Billwisse. Oder war es nur einer? Na gut. Garmil Philik entdeckt. Jawohl. Und da hinten ist schon eine Kartenskizze. Jawohl. Wer sagt's denn? Haben wir doch schon die erste Kartenskizze. Und da gibt's die nächste Kartenskizze. Schleicher, gut. Was haben wir hier? Was ist das hier? Interessant. Sind die da rausgekommen? Feuer. Wie sind denn das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, okay. Ich dachte, das sind die Gefährten oder so, aber nee, das sind sie wohl scheinbar doch nicht. Da hinten ist zumindest die letzte Kartenskizze. Und das, und damit haben wir jetzt genügend Billwisse auch gekillt. Und jetzt müssen wir zu Brogu wieder zurück, okay. Jetzt gleich hier. Ah, hier kann man auch noch lang. Haben die hier Gitter gebaut und alles, ne? Und ein Feuerchen. Okay. Na gut. Gehen wir also wieder hoch. So, ich muss hier rüber. So rüber. Genau. Und was ist das hier? Ach, hier geht es weiter runter. Okay, gut. Dann weiß ich zumindest schon mal, wo ich weitergehen muss dann.
Jo, dann schauen wir mal, dass wir jetzt Kapitel 6 hinbekommen, ne? Kann ich mich irgendwie schneller in die Kammer des Scheidewegs begeben oder geht das noch nicht? Vielleicht hier mit einer Schatten Schnellreise? Mordors wird Nee. sich nicht für lange in den Hallen Khazad-Dûms breit machen. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich mit dieser Ziege weiter vorankommen. Aber hier plus 15% angerichteten Schadens, sehr gut. Jetzt sollte mir hoffentlich jetzt der Brogur sagen, was da auf den Skizzen und auf den Karten da zu finden ist, ne? Ich will unbedingt Ziegelburg haben, ne? Also ich will die haben, ne? Nicht die Zwerge, die kriegen die nicht, ne? Ich will Ziegelburg haben. Ich, Nodreb, der Starkaxt-Zwerg, der nur aus Mordor entkommen ist, um selber die Herrschaft zu übernehmen, ne? Sich eingeschlichen hat bei den ganz normalen Zwergen, um irgendwann auch den alten Meister Sauron zu stürzen und selber die Macht über alles zu haben, ne? Oh, jetzt wäre ich runtergefallen. Ja, also nicht genug Blasphemie jetzt hier, ne? Genug Blasphemie. Nicht so viele Weltmachtsfantasien, sonst stürze ich noch irgendeinen doofen Abhang runter und falle direkt in meinen Tod hinein. Ne? Das möchte ich natürlich nicht. So, also weiter geht's. Komm, jetzt müssen wir langsam in Brogur sein, zu Brogur zurückkehren, damit er dann auch weiß, was er mir sagen muss, ne? Also, Brogur, sag's mir. Brogur, hä? Aha, okay. Ich kann mich über diesen kleinen Dienst, den ihr mir erwiesen habt, nicht beschweren, Odrep. Trotz eurer Suche nach der Schmiede, die wahrlich gar nicht existiert, habt ihr viele Bilwisse getötet. Diese großen Bilwiskarten sagen mir nichts, ergroben Bilwiskarten sagen mir nichts, was ich nicht bereits weiß. Dass Bilwisse dreckige, abscheuliche Kreaturen und ihre Karten wertlos sind. Aber zeigt sie einmal meinem Vetter Bosi. Vielleicht hat er mehr Geduld als ich und kann euch etwas Nützliches dazu sagen. Okay, gut, dann zeigen wir es jetzt Bosi. Ach nee, Bosi, nicht Bori, ne? Okay, Bosi, also der ist ja draußen, ne? Stimmt. Ja, Bosi, was sagst du dazu? Vielleicht erkennt mein Vetter die Antwort nicht, aber ich tue es. Haha, jawohl, du kennst es, Bosi. Die Bilwisse haben sich schon vor langer Zeit hier in der Finsternis niedergelassen. Wie widerlich die ihre Karten auch sein mögen, so könnten uns doch so manches Geheimnis offenbaren. Bosi blickt lange Zeit prüfend auf die Karten. Dann zeigt er auf seinem Gesicht ein breites Lächeln. Vielleicht habe ich das Rätsel gelöst, Nodrep. Ich glaube wirklich, wir können aus diesen Karten herauslesen, wo das Feuerherz liegt. Es ist sehr einfach. Ich erkläre es euch. Ja, ich erkläre es euch. Aber was immer du mir jetzt erklärst, das sehen wir dann beim nächsten Mal wieder. Also vielen Dank und wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn es weitergeht mit Nodreb durchsucht Moria. Bis dann, ne?